Warum gibt es eigentlich keine 3-Euro-Münze? Ja, das ist ein Problem der optimalen Münzteilung. Wie kann man 8 Damen auf einem Schachbrett platzieren, ohne dass sich die gegenseitig werfen können? Was ist da die maximale Anzahl an Damen? Oder wenn sich ein Sudoku nicht mehr lösen lässt, sondern man schätzen muss, das ist alles das gleiche Spiel, genauso wie zum Beispiel das Lösen des Traveling Salesman Problems mit der optimalen Handelsroute, wenn man dann vielleicht auch noch einen Lieferwagen optimal packen muss für diese Route. Das sind alles Backtracking-Probleme, die nicht so ganz trivial sind zum Durchschauen, aber diesmal werden wir den Backtracking in seine Einzelteile zerlegen und dann dem Mysterium auf die Spur kommen, wie so ein Backtracking-Algorithmus funktioniert, und zwar jeder. Also lasst uns das Thema Backtracking ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie schaut die Struktur eines Backtracking-Algorithmus eigentlich aus? Vorher muss man wissen, was genau ist eine Rekursion. Eine Rekursion, gibt es ein Video dazu, ist eine Funktion, die sich selbst einfach aufruft. Mehr ist das nicht. Und die kann auch irgendwelche Ergebnisse zurückliefern. Also, aber das Kern dieses Themas ist, es ist eine Funktion, die ruft sich selbst immer wieder auf, möglicherweise mit Parametern. Zu Beginn ist Rekursion schon ein Thema für sich, das muss man erstmal durchdebuggen. Ja, das ist nicht spaßig, so eine Funktion durchzudebuggen bzw. auch zu durchschauen. Ist zu Beginn etwas schwierig. Aber Backtracking setzt dem noch einen Tick drauf, denn hier sieht so aus. Wir haben wieder die Rekursion, die hatten wir schon, aber diese Rekursion, und das sind die zwei wesentlichen Punkte, diese Rekursion ist in eine Schleife eingepackt und wir haben Zustände, die wir immer kopieren. Gehen wir es kurz durch. Das heißt, wir haben hier eine Funktion, diese Funktion hat einen oder bekommt einen bestimmten Zustand. Ein Zustand kann jetzt sein beim 8-Dame-Problem, zum Beispiel das Schachbrett, wo die Damenpositionen drauf sind. Das ist bei der Münzteilung eine bestimmte Münzteilung, das ist beim Sudoku das aktuelle Spielfeld mit welche Felder sind wie ausgefüllt. Und jetzt geht man in dieser Schleife alle möglichen Werte durch. Und zwar alle möglichen, die idealerweise irgendwie valide sind. Also wenn wir beim Dame-Problem bleiben, wo kann die Dame überall jetzt stehen? Und jetzt wird dieser Zustand, das aktuelle Schachbrett, kopiert und es wird mit der Kopie weitergearbeitet. Das heißt, wir haben hier in der Rekursion, in dieser Schleife, sehr, sehr viele Kopien. Wir testen schlussendlich ja alle Möglichkeiten durch. Und in diese Kopie geben wir jetzt diesen Zustand dazu. Das heißt, wir haben ein Sudoku-Feld, wir wissen nicht, ob da eine 2 oder eine 5 reingehört, also kopieren wir das aktuelle Spielfeld und probieren es mal mit 2. Dann schauen wir, ob 2 bisher valide war und versuchen, das Spielfeld weiter zu lösen, dann mit dieser Kopie. Wenn das erfolgreich war, dann haben wir einen gültigen Weg gefunden und können diesen kopierten Zustand zurückgeben. Wenn das nicht erfolgreich war, dann geht es weiter. Wir hatten hier eine Kopie, wo wir zum Beispiel die 2 probiert haben. Wir haben jetzt als neuen Wert die 5. Wir kopieren uns wieder diesen alten Zustand, geben die 5 an diese Stelle. Wenn es valide ist, dann versuchen wir, das Spiel mit den 5 an dieser Stelle zu lösen durch die Rekursion. Und wenn das erfolgreich ist, geben wir die Kopie zurück. Wenn nicht und wir haben keinen möglichen Wert mehr, dann gibt es keine Lösung. Also suchen wir eine Lösung oder suchen wir die beste Lösung, dann müssen wir halt hier noch irgendwo einen Counter oder den besten Zustand irgendwie uns speichern oder merken. Aber das Wesentliche ist, wir haben eine normale rekursive Funktion, aber die Rekursion ist in einer For-Each-Schleife drinnen, in einer Schleife drinnen, wo alle Werte durchgegangen werden und der Zustand wird jedes Mal kopiert, der mögliche Wert in den Zustand hinzugefügt und dann in die Funktion reingegeben. Gut, sehen wir uns das ein Beispiel an, wo man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Nehmen wir das 8-Dame-Problem her. Was ist die maximale Anzahl und wo stehen die Damen, damit wir möglichst viele Damen auf diesem Schachfeld platzieren können? Wobei wichtig ist, die Damen dürfen sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Also, unser Schachbrett wäre jetzt der Zustand.
mit zu Beginn keiner Dame drauf und der erste mögliche Wert war eine Dame. Wer wäre jetzt hier? Also wir kopieren uns dieses Schachbrett, setzen dort die Dame dazu, also jetzt wären wir beim Add, wir haben die Dame hier hingestellt, das ist ein gültiger Zug und jetzt rufen wir das entsprechend rekursiv auf und sagen, okay, der nächste mögliche Position, hier geht es nicht, weil in dieser Zeile ist schon eine Dame, hier geht es auch nicht, weil diagonal werfen wäre auch Option und wäre hier die nächste mögliche Position. Ja, und mit dieser wird wieder eine Kopie erstellt, wird dann rekursiv nach unten weitergegangen. Und so werden alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobiert und am Ende haben wir eine bestimmte Anzahl von Damen auf dem Spielfeld, aber nicht das Maximum. Also müssen wir in diese Variante noch hergehen und müssen uns merken, okay, nicht sobald wir eine Lösung gefunden haben, Return Copy, sondern wir merken uns die Lösung und prüfen immer, ist die besser als die letzte Lösung und machen keinen Return, sondern erst zum Schluss die beste Lösung. Gut, also in dieser Schleife werden die kopierten Zustände immer nach unten gegeben und naja, wenn wir jetzt die Lösung gefunden haben, dann kommen wir in die oberste Ebene wieder zurück und werden das nächste möglichen Wert machen. Also Dame an die zweite Stelle. Wir kopieren wieder den Zustand nach unten, führen das Ganze wieder aus und dann würde das Ergebnis ein bisschen anders sein. Ja, und so geht's dahin. So werden alle möglichen und alle Kombinationswerte durchsucht. Das dauert, kann man sich gut vorstellen. Aber so funktioniert es auch nun mal. Das Ganze übrigens ist eine Tiefensuche, denn wir stellen die Dame an eine Position und versuchen dann nach unten im ganzen Lösungsbaum, im Lösungsraum zu suchen. Und zwar so tief, wie es irgendwie geht, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann kommt eben der Backtracking wieder zurück und er probiert den nächsten möglichen Zug. Also ich hoffe, mit diesem Pseudocode werden eure Backtracking-Aufgaben ein bisschen einfacher, denn zum Debuggen sind sie dann doch die Hölle. Viel Spaß beim Lösen eurer Backtracking-Aufgaben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.